passiert. Das haben wir alle. Eine Attacke, die wir im ganzen Raum benutzen können. Hat zwar 50 Level gebraucht, aber immerhin. Was? Oh Gott, nö, eine Sammelfalle. Oh, hier waren noch gar keine Items. Nee, dann verstehe ich nicht. Egal. Das ist nicht so gut. No, kill it. Oh Gott. Bam. Bam. Ah, ist schon down. Oh Gott, Flücker ist so eine OP-Attacke. Nö, heil es nicht. Ich kann ruhig sterben, ist mir ganz egal. Ja, dann stirbst halt. Mir egal. Nö, ich rette dich nicht. Ja, dann ist es halt so in dem Modus hier. Wisst ihr, was ich dabei dazu sage? Blütenwirbel! Okay, Blütenwirbel macht weniger Damage, hat gerade weniger Damage gemacht, als ich eigentlich erhofft habe. Alles wahrscheinlich nur beim ersten Mal. Oh, Dudu, willst du in unser Team? Ja, ich rette dich aber nicht. Können wir gleich mal einsetzen eigentlich. Hier den Elixier. Ah, bei allen dreien. Alle drei brauchen es gerade. Alle drei bräuchten es gerade. Na 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 na. Du du du. So. Voilà, jetzt. ...189. Das war sehr knapp, Leute. Ich wollte es nur sagen. U10 sind wir schon. Das Ende ist wie immer U25. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das aufteile. Wahrscheinlich mache ich daraus insgesamt 3 Folgen für diese ganze Quest. Ja, dann ist halt ein... Warte mal. Ich dachte, ich hätte... Wo sind meine Äpfel? Kann mir jemand sagen, wo meine Äpfel sind? Ich habe extra meinen Fliehop aufgegeben. Damit ich Äpfel holen kann. Ist das euer Ernst? Ich habe jetzt nur einen Apfel? Warum? Warum habe ich nur einen Apfel? Ne, warte, rechts. Rechts sind noch ganz viele Räume. Ja. So, push. Just in case. Und diese Treppe, alles klar. Wolf! Da oben ist ein Gegner. Fast bin ich gelandet. Oh Gott. Ja, ich bekomme nicht nur in-game langsam Hunger. Auch im Real Life bekomme ich langsam richtig Hunger. Aber in der Aufnahme würde ich nicht gern essen. Das wirkt wahrscheinlich sehr seltsam dann. Wenn ich sowas machen würde. Hi, Janma. Wusstet ihr, dass die Weiterentwicklung von Janma Jan Mega heißt? Janma hatte schon damals eine Mega-Entwicklung. Sorry, die muss ich gerade bringen. Damit das hier nicht langweilig wird. Du. Hi Janma. Die Vorentwicklung von Jan Mega aus Pokémon. Und down. Du. Ja, er ist ein perfekter Apfel. Komm. Und dann spielen wir erstmal mit Magneton. Und danach spielen wir wieder mit mir. Ja. Bam! Ich hab gesagt, geh down, Mann! Ja, ist down, nice. Ich steche euch ab, Alter! Bam! Ich steche euch ab! Ha, bam! Bodyguard, mir egal! Bam! Easy. Was war das?
Sichtsamen. Kannst du gleich in die Toilette runterspülen. Aber damit siehst du doch, wo alles ist. Ist mir egal. Ein Kangama. Ein Kangama. Tut mir leid, Leute, aber es ist ein Kangama. Zum Kangama sage ich nicht nein. Kangama ist ein super tolles Pokémon, okay? Zu Kangama kann ich nicht nein sagen. Auto-Heilkraft, siehst du? What? Was? Ah, die killen sich gegenseitig, oder? Oder wie ist das? Wer ist denn da ganz hinten jetzt? Egal. Hier ist das Ende auf jeden Fall. Killt er es? Ja. Lass mich da rein. U14. Nice, One-Shot. Ach, Kangama ist so ein cooles Pokémon. Gibt's irgendwer, der Kangama nicht mag? Dann kann ich dich nicht nachvollziehen. Wie kann man Kangama nicht mögen? Außer man hat eine schlechte Erfahrung mit dem Ding, weil es einen zerstört hat. Dann kann ich es verstehen, aber... kann ich trotzdem nicht verstehen, warum du es nicht magst. Na egal. Vor allem die Mega... Stimmt, ich kann es... Nee, kann ich nicht. Es ist nicht im Team. Schade. Aber ja. Obwohl doch keinen schon, oder? Mega Kangama ist scheiße OP. Ich sagte ja bereits, Mega Bisaflor ist eines der stärksten Pflanzen-Pokémon. Und Mega Kangama ist allgemein eines der stärksten... nicht nur Normal-Typ-Pokémon, sondern auch allgemein. Ist es ziemlich weit oben, oder? Weil die Mega-Entwicklung von Kangama lässt das Kind mitkämpfen. Das bedeutet, es kann doppelt angreifen, wenn ihr eine Attacke habt, was fünfmal angreifen kann. Und dann könnt ihr es einfach nochmal machen. Das ist so stark. Das ist so krass. Ihr habt wieder ein mysteriöses Haus gefunden mit einem Duflo. Oh, habt ihr gesehen, wie Duflo sich gefreut hat? Ich habe noch nie ein sich freundes Duflo gesehen. Sagen wir es so. Und das war toll. Mini-Belebersamen, Beleber-Orb, zack, zack. Oh, ein Apfel! Boah, jetzt sind wir Freunde. Jetzt sind wir Freunde. Ich hätte schon gern Real Life im Apfel. Ja, gib dein Bestes. Warum haben wir so viel Platz? Digga. Ja gut, ich weiß, die Einladung ist jetzt weg. Ach, wahrscheinlich haben wir so viel Platz wegen den Samen. Wo ist denn dein Gegner? Ich sehe da keinen Gegner. Ach da, ein Hubbelup. Komm, dieser Floor. Du bist Level 50. Kannst mir nicht sagen, dass du es nicht hinkriegst. Come on. Okay, hat's aufgenommen. Super. Bam. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich nicht taktisch vorgehe. Dass ich die ganze Zeit so unter zack, zack, zack. Weil ich bin meistens sehr faul und drück einfach A. Habe ich früher auch immer gemacht. Ich habe es wirklich immer früher gemacht. Ich habe einfach früher immer A gedrückt. Weil ich zu faul war. Und ich bin es immer noch. Das, falls irgendwer stört, dann tut mir leid. Kann ich nichts dagegen machen. Also kann ich was machen, aber will ich nicht. So. Oh Gott, das war komplette Verschwendung, der Weg. Wer mit dir? Oh, 7? Ja, ich heile dich nicht. Den einzigen, den ich hier heilen werde, ist Kangama. Habt ihr mich verstanden? Bam! Ha, bam! Und hier geht's nicht lang. Ich glaube nicht, dass hier lang geht. Deshalb gehen wir wieder zurück. Denn ich glaube, dass es hier oben weitergehen wird. Vakuum-Level. Und was habe ich da gelesen? Er hat sowas eingesetzt, oder nicht? Hier ist die Treppe. Wuhu! Willkommen hier! Yahoo! Frag mich nicht, was es gerade war. Warte, hier können wir noch durch. Aber hier ist nichts. Aber hier ist nichts. Leider ist hier nichts. Leider ist hier gar nichts. Rein gar nichts. Rein gar nichts. Rein gar nichts. Rein gar nichts. Nur ein Item.
Und ich wette mit euch, es wird sich nicht lohnen. Das war Geld. Ich meine, es war nicht wenig Geld, aber es hat sich nicht gelohnt. Denn dafür war ja die Folge jetzt länger. Eine ganze Minute länger. Können Sie es wagen? Ja, ich muss gleich wieder Charakter wechseln zu Bisafloor. Weil Magneton kriegt langsam Hunger. Und wenn das dann auf Null ist, weil ich Hunger, dann spiele ich wieder mit Bisafloor. Weiter geht's. Ich vermute, rechts ist der Ausgang. Ja, komm, nerv doch nicht. Oh, hier ist ein Apfel! Oh. Yes! Nein, gib mir einen Apfel! Aber ich könnte eigentlich schon direkt einsetzen. Ignoriert die Hintergrundgeräusche, by the way. Ich könnte den Apfel eigentlich direkt einsetzen, aber ist auch egal. Ah, kack auf die Items, kein Bock. Ich habe keine Lust auf Items. Wer greift denn da wen an? Hubbelupf, leck mich. Nur Kangama darf gerettet werden! Kangama war es nämlich wert zu retten. Es ist ein Kangama, okay? Ich hatte es früher mal im Team. Wegen der Mega-Entwicklung. Versteht sich. Also wirklich halt nur wegen der Mega-Entwicklung hatte ich es früher mal im Team. Ich glaube, Pokémon X war das, als ich es im Team hatte. Ja, ich habe X geholt und nicht Y. Ah, dann geht's halt was. Initiative. Wen erhöhen wir dann mal die Initiative? Entweder Mio oder Beep. Ich würde sagen Beep. Hier. Darfst du trinken. Mensch, warum dauert das so lange, bis ihr angegriffen habt? Kann man das nicht vorspulen? Kann man nicht Speedball 2 machen oder sowas? Ich habe nicht Lust, jedes Mal die komplette Animation zu sehen. Bam! Ach komm, geh da hin! 199! Der Mampfgürtel hat sich echt gelohnt. Dafür haben wir trainiert, Rocky. Wir warten und wir warten, bis die endlich fertig sind mit ihrem kleinen Kämpfe. Ach, so eine hübsche Box. Ja, Sinelbeere kann man wieder farmen. Braucht man jetzt nicht. Niemand braucht sie. Das ist egal. Komm, geh einfach down, Mann. Nerv nicht. Ja, aber ich heile dich nicht. Nur, dass du es weißt. Ich meine, warum soll ich nein sagen? Gut, es würde alles langsamer machen, aber... Hey, ich habe mehr Kämpfer am Ende. Und ich glaube, wir müssen gegen Latias kämpfen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke schon. Wir werden es ja eh gleich sehen. Selbst wenn wir nicht kämpfen müssen, ist ja eigentlich dann egal. Warte. Kill es bitte. Bam. Gott, Aridactyl im Team, aber auch nicht schlecht. Was? U20. So, wir sind fast am Ziel, Leute. Ich nehme jetzt schon mehr als eine Stunde auf. Mehr als eine Stunde, eine Viertelstunde. Ich schätze mal, am Ende werde ich 1,5 Stunden in einer Aufnahme haben. Das in den 3 Folgen packen. Und ich weiß, ich habe gesagt, ich mache das Ganze in einer Folge, aber jetzt bin ich mir doch nicht so sicher. Ich glaube, ich mache das dann doch geteilt. Einfach, weil es sich jetzt anbieten würde. Sonst wäre es so seltsam alles geschnitten. Wird wahrscheinlich so auch etwas sein, aber komm. Ich denke, das wäre das Beste. So, Chausen. Boah, du willst auch noch mitmachen. Ja, mir egal.
Habe ich halt am Ende mehr Leute, die kämpfen. Gut, nur am Anfang, die werden wahrscheinlich direkt sterben, aber geil. So, wir sind fast am Ziel. Sobald wir kurz vorm Ziel sind, da werde ich dann wieder auffrischen. Na, wir brauchen uns alle. Oh, da ist die Treppe. Perfekt. Selbst wenn die Folge jetzt nicht so lange wird, packe ich einfach das rein, was ich schon erwähnt hatte. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. U22. Gott, das sind so viele Gegner, so viele Charaktere, die wir haben. Ich glaube, man kann später, wenn man seinen Rang verbessert hat, dann 4 Leute mitnehmen auf Abenteuer. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das vermute ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt meine persönliche Vermutung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur 3 Leute mitnehmen kann. Denn ich denke, man kann 4, bis zu 4 Leute mitnehmen. So wie früher halt. Jetzt wurde es ja mehr als nur verdoppelt, glaube ich. Wie viele man insgesamt haben kann. Aber gut, hier hat sich das alles geändert. Hier kann man viel leichter Leute, Pokémon, ach man, bin ich dumm. Hier kann man viel leichter, Kameradschaften schließen. Ja. Seid ihr da fertig? Ja, mir egal, dann bist du tot. Oh Gott, Kangama! Kangama, nicht sterben! Oh Gott! Verdammt! Ist das... Oh Gott, mega Aerodactyl! Okay, du Flo, heil ich auch. Scheiße. Nein. Killt es bitte! Habt ihr es... Yes, es ist tot! Gott. Das ist nicht gut. Kurz am Ende nochmal 2 Belebersamen verschwendet. Komm her, ich will gegen dich kämpfen! Superschall. Oh Gott. Nein, ich kann nicht angreifen, wenn ich Superschall habe. Das traue ich mich nicht. Nein, ich kann Kangama auch nicht. Nein, Kangama! Kangama! Ich kann da nicht angreifen. Ich bin verwirrt. Ich treffe an. Ist mir jetzt auch egal. Yes, ich treffe. Nein, ich treffe nicht. Ah, ist tot. Was? Wir kriegen gerade Damage. Hä? Okay. Pff. Egal. Scheiße. Komm, wir frischen schnell auf. Elixier. Oh Gott, vor allem ich brauch's. Oh. Gag. Thank God. Warum kann man solche AP-Dinger eigentlich nicht in den richtigen Pokémon-Spielen so viel bekommen? Man kann die nicht in den Läden kaufen. Die kann man nur finden. Gefühlt. Und das ist kacke. Weil die sind auf Dauer echt nützlich. Bei einem langen Kampf. Oder bei mehreren Kämpfen. So, ich werde meine Erkenntnis haben, aber noch nicht ganz am Anfang des Kampfes einsetzen. Nur wenn ich es brauche. Weil die Dinger sind mir zu selten. Ich war mir beim ersten, habe ich... Aber gegen Kampf gegen Latios... Da habe ich mich im Endeffekt dann auch noch schlecht gefühlt, weil ich das schon eingesetzt habe und die Dinge sind eigentlich so selten. Ich möchte eigentlich für richtige Bosskämpfe benutzen. Zum Beispiel für gegen Rayquaza oder so. So, nehmen wir mit. Ja, nehmen wir auch mit, warum nicht? Auch nicht. Passt. Ja, ja, kannst mein Geld haben. Ich bezahle eigentlich immer. Ich kaufe eigentlich, ich nehme einfach irgendwas mit und bezahle. Mir egal. Oh Gott. Kleine Kinder draußen. Popschutz, bitte. I hope that you cannot hear these kids. Hear these kids. That would be a hamberry thing. So, Leute. Seid ihr bereit? Let's go! Warte, was?
Hieß es nicht 25? Moment, was? Ach, hier doch, hier kann man den Boden nochmal auswählen. Hieß es nicht 25 Ebenen? Jetzt bin ich verwirrt. Grubental, das ist das Richtige. Ja, das ist das Richtige. Hä? Oder waren es 26? Oder waren es 30? Ich schwöre, ich habe 25 gelesen. Och nö! Was zum Teufel, Mann? Das ist echt ein schlechter Scherz, Mann. Könnt ihr bitte ich in Ruhe lassen? Mein Gott, lasst mich in Ruhe. Das finde ich nicht okay. Nö, das finde ich gar nicht. Tollalalala, lasst mich in Ruhe. Bäm. Ja, jetzt Blütenwirbel ein. Das ist, glaube ich, am klügsten. Was passiert hier? Okay. Blütenwirbel, das greift alle an. Einen habe ich down. Ich habe keine AP mehr auf das Ding, als ob. Warte, warum ist die AP denn jetzt schon down? Ich hätte schwören können, ich habe es noch nicht zweimal benutzt. Oder ist das pro Gegner eine AP weg? Oh Gott! Blütenwirbel. Weg mit euch! Bam! Nein, drei Leben noch. Wer hat Level Up? Ach, Pika. Schlechter Zeitpunkt, aber cool. Obwohl, vielleicht richtiger Zeitpunkt. Na egal. Ach, du auch! Level 45. Super. Ja, heil mich mal. Wäre ganz gar nicht mehr so schlecht. To be honest. Aua. Oh Gott, nein! Ich war eingefroren. Ich hätte nichts machen können. Bin lieber Sam. Beide down. Oh Gott. Da sind so viele Items. Jetzt muss ich hier bleiben. Es ist eh nur noch ein Gegner. Und er ist tot. Wir nehmen alles mit, was wir sehen können. Oh, hier hätte man sich pushen können. Ach komm, halt auf die Klappe. Was ist denn da unten los? Und das ist noch ein Gegner. Ja. Den kriegt er doch alleine down. Das ist ein Gegner, als ob ihr den nicht alleine im Raum bekommt. Ganz ehrlich. Das glaube ich euch nicht. Oh, Level 51. Habe ich nichts gegen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Hier müsste doch eigentlich schon längst das Ende sein. Nö, Monsterraum. Trollolol. Och nö, ich will... Junge, ich will einfach nur an die Treppe. Pff. Dein Ernst? Oh, danke. Ich will einfach nur in die Treppe. Ich will einfach nur in die Treppe. Bitte. Bitte lass mich einfach an die Treppe. Bitte. Danke. Ach, hier ist zu Ende. Puh, okay. Ihr seid... Seid ihr etwa hier, um mich zu retten? Ja, das wird schon wieder... Das wird schon wieder. Mein Flügel ist noch verletzt, aber ich komme schon zurecht. Hier. Ja, richtig geile Animation. Das war richtig geil. Und nein, es gab keinen Kampf. Ich dachte, wir müssen gegen Latias kämpfen, weil die dachte, hey, ihr seid bestimmt böse. Aber nein. Habe ich das Spiel falsch eingeschätzt. Delikator. Dunkelklar ist gut. Aber man sieht, das hat sich eigentlich nicht gelohnt. Egal. Gut. Damit haben wir diese Quest aber auf jeden Fall geschafft. Außer jetzt noch, ja, das und das und dies und bla bla bla. Oh, Kangama, bitte bleib drin. Bitte. Yes. Kangama.
Duvlor. Ja, klar, gerne. Warum nicht? So, wir haben noch etwas Zeit. Oh. Das wollte ich nicht. Ah. Ich wollte es gar nicht benennen. I'm sorry. Badabadam badam. Latias. Latias. Du lebst. Es ist so schön, um wahr zu sein. Es tut mir leid, dass ich dir solche Sorgen bereitet habe. Oh, das ist wundervoll. So rührend. Dank euch ist meine Schwester in Sicherheit. Ehrlich gesagt, war ich kurz davor aufzugeben. Doch jetzt sind wir wieder vereint. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich das macht. Wir stehen tief in eurer Schuld. Vielen Dank. Schon in Ordnung. Jetzt hör doch auf, da werde ich ja ganz rot. Aber leider haben wir kein Geld, um unsere Dankbarkeit auszudrücken. Das Mindeste, was wir tun könnten, wäre, eurem Wärterteam beizutreten. What? Wir wollen Team Epic beitreten und euch unterstützen. Also, was sagt ihr? Wir dürfen eurem Team doch beitreten, oder? Meint ihr das wirklich ernst? Natürlich nehmen wir euch auf, lieben gern sogar. Du hast doch auch nicht dagegen, oder Mike? Na klar. Dann ist es entschieden. Von nun an gehört ihr zu unserem Wärterteam. Willkommen an Bord. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Wir freuen uns, euch beizutreten. Boah, ihr seid so alle anderen levelt, Mann. Latios und Latias sind nun unserem Team beigetreten. Hat uns zwar sehr viel gekostet, aber jetzt haben wir sie. Und in der nächsten Folge geht's dann endlich ab ins Feuerfeld. So, bevor das losgeht, will ich hier eine Stunde, 30 Minuten bei mir voll machen. Deshalb gucken wir, was passiert. Wir haben nämlich jetzt diese Quest auch erledigt. Warte. Pantimos? Bei Wälders weiter und da halten sich zwei geheimniskrämerische Pokémon. Die benehmen sich ziemlich verdächtig, oder? Wie sie da so in der Ecke heimlich tuscheln, da will man schon wissen, worum es geht. Was? Dann gucken wir uns doch mal genauer an. Worüber redet der? In letzter Zeit soll sich eine Wetteranomalie auf ein bestimmtes Meer auswirken. Angeblich steigt ein Strudel im Meer zu einem kolossalen Tornado im Himmel auf. Es soll in der Nähe des Camps legendäre Insel sein. Bis jetzt gab es noch keine Schäden. Dennoch bin ich besorgt. Würdest du die legendäre Insel aufsuchen und die Vorgänge dort untersuchen? Oh, neue Quest! Ah, gut. Du nimmst den Job an. Ich erhoffe mir nur das Beste von dir. Aber eigentlich ist es ein Late-Game, also wirklich Late-Late-Game-Quest. Was mit euch? Wir haben es gefunden! Ja, endlich! Damit wird mein Wunsch endlich in Erfüllung gehen. Hey, vergiss aber nicht, dass ich auch einen Wunsch habe. Hör mal, Rettern, diese Sache muss unser kleines Geheimnis bleiben, okay? Wir dürfen niemandem davon erzählen, nicht mal Gengar. Das ist mir schon klar. Überlegen wir mal, wie wir das angehen. Zuerst sollten wir... Ich weiß von nichts. Ich weiß überhaupt nichts Interessantes. Geh mir ganz genau so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Okay. Hast du was dazu sagen? Nö. Ne, wir reden über die Tiefenruine, über die drei Teile. Das machen wir noch, aber demnächst nicht. Wo sind die jetzt hin? Wo sind die hin? Hallo Knuddeluff. Wir werden uns noch bei Knuddeluff was kaufen. Und danach war's mit der Folge. Was kaufen wir? Was kaufen wir denn mal? Badabau. Badabau. Eigentlich Bock, was Teures zu kaufen. Hier zum Beispiel gibt es ja ganz viele teure. Komm, ich würde sagen, wir kaufen doch lieber nach der Reihe. Altes Labor. Ist eh der beste Ort, den es gibt. Tralala, tralala. Didididididum. Nice. Ja, mehr Geld habe ich nicht. Mehr Geld habe ich nicht.
Wie viel Geld habe ich hier drin? Warte, auszahlen. Ich kaufe nämlich was. Gib mir mal alles, außer, ja, obwohl das ist zu wenig. Oh, top, Ether, danke. Nein, nein, gib mir noch mehr, gib mir noch mehr. Mach mal hier so. Mach mal so. Oh. Nein, warte, jetzt habe ich die falsche... Mach einfach so, komm. Ja, passt schon. Und dann kaufen wir uns ein paar Sachen. Ein paar Orte, denn das ist das Einzige, was ich mit meinem Geld eigentlich anfangen will. So. Mondlichtberg! Boah, voll cool, ne? Tada! Diddlididum! Wandlerwald! Und da haben wir kein Geld mehr. Alles klar! Tada! Diddlididum! So, uns fehlt nur noch... Ja... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 mal 9000 Münzen. Dann haben wir alles. Also zumindest alles, soweit ich weiß. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch mehr gibt. Gut, Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Mystery Dungeon. Retter Team DX.